Der Europasaal der Wirtschaftskammer war praktisch bis auf den letzten Platz gefüllt. Über 450 Interessierte wollten sich einen Überblick über die Steuerreform verschaffen und Näheres über die Grundzüge dieser Reform erfahren, die ja im Wesentlichen keine Steuer-, sondern eine Tarifreform mit Gegenfinanzierung darstellt. Peter Mayrecker, Leiter des Studienganges für Rechnungswesen und Controlling an der FH Campus 02, ein ausgewiesener Steuerexperte, gab den Unternehmerinnen und Unternehmern einen systematischen Überblick über die Neuerungen im Steuerdschungel. Die Änderungen im Einkommensteuergesetz sind enorm, sind umfassend und sind insbesondere in der Tarifreform erwähnenswert. Hier muss man sagen, ist es zu einer deutlichen Entlastung gekommen, ein Volumen von über 5 Milliarden Euro, so die Schätzungen wird bewegt, und das soll möglichst gut wieder in die Wirtschaft zurückfließen, das soll möglichst gut wieder in den Konsum zurückkommen. Für eine gewisse Entlastung werden in Zukunft die neuen Tarifstufen sorgen, die für Einkommen im Bereich zwischen 11.000 und 90.000 Euro eine Verringerung der Steuerlast zur Folge haben. Davon betroffen immerhin rund 4,4 Millionen Steuerpflichtige. Zusätzlich werden der Verkehrsabsetzbetrag und der Kinderfreibetrag erhöht. Da die Steuerreform nicht über Schulden, sondern über eine Gegenfinanzierung zustande kommt, gibt es Änderungen bei den Sonderausgaben. Freiwillige Beiträge und Versicherungsprämien bzw. Ausgaben zur Wohnraumbeschaffung und Sanierung werden, je nach Datum des Vertragsabschlusses, nur noch bis 2020 abzugsfähig sein. Daneben gibt es auch die eine oder andere Steuererhöhung. Das ist zum Beispiel die Einschränkung der einzelnen Verlustverrechnungs- und Vortragsmöglichkeiten, aber auch der große Block der Immobilienbesteuerung. Hier gab es speziell bei der Grunderwerbsteuer Neuerungen. Man hat hier die Abkehr vom Einheitswert gefunden, das heißt die Übergaben, die unentgeltlichen und teilunentgeltlichen Übergaben werden nicht mehr auf Basis der steuerschonenden Einheitswerte besteuert, sondern ab nächsten Jänner auf Basis der Verkehrswerte. Dafür gibt es einen gestaffelten Steuersatz, aber es gibt auch Begünstigungen, beispielsweise in Form von Freibeträgen. Für besonders große Verunsicherung sorgt die Aufzeichnungspflicht nach § 133b, auch als Registrierkassenpflicht bezeichnet. Das ist ein ganz emotionales Thema und das trifft praktisch jede Unternehmerin und jeden Unternehmer. Ab einem gewissen Barumsatz, im Detail sind es über 7.500 Euro, kann man davon ausgehen, dass man eben der Registrierkassenpflicht unterliegt. Und da gibt es keinen Ausweg. Keinen Ausweg gibt es dazu, das stimmt. Ja. Was können Sie machen? Naja, es gibt Erleichterungen für gewisse Gruppen, für ganz kleine Unternehmer gibt es Ausnahmen und für ganz große Unternehmungen ab 30 Eingabestationen auch. Aber an und für sich ist das recht engmaschig gesetzlich geregelt und die Einzelaufzeichnungspflicht in elektronischer Form, die ist ab 1. Jänner Realität und ab 1. Jänner 2017 ist sie auch mit Manipulationssicherheit Realität. Der gläserne Abgabenpflichtige, dieser Idealvorstellung der Finanzverwaltung, ist man durch das sogenannte Bankenpaket einen Schritt näher gekommen. Aus meiner Sicht ist das große Novum jetzt nicht, dass im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, das war bis jetzt auch schon so, dass im Strafverfahren Einsicht genommen werden konnte in die einzelnen Konten. Also ist nicht das Novum, dass hier etwas passiert ist, sondern vielmehr, dass es ein Kontenregister gibt. Das heißt, über jede Frau und jeder Mann werden alle Bankverbindungen gespeichert. Man muss allerdings sagen, hier ist es im Verhandlungswege zu sehr transparenten Lösungen gekommen. Der Rechtsschutz ist weitestgehend gewährleistet und jeder sollte auch die Möglichkeit haben, über Finanz Online abzufragen, welche Daten von ihm gespeichert sind. Zusätzlich müssen Kreditinstitute Bankabflüsse über 50.000 Euro, auch in mehreren Tranchen, bereits seit 2015 dem Finanzministerium melden. Das gilt auch für Kapitalzuflüsse von über 50.000 Euro aus der Schweiz und Liechtenstein. Auf jeden Fall, so der Rat des Experten, sollte das restliche Jahr 2015 noch genutzt werden, um noch etwaige Maßnahmen zur Steueroptimierung zu treffen. Das kann sein im Zusammenhang mit der GmbH, wenn es Ausschüttungen betrifft, das kann sein, wenn es Immobilien betrifft, die verschenkt werden sollen oder verkauft werden sollen und ganz generell, dass man eben hier noch die Zeit im Kalenderjahr 2015 nutzt. Und an den Urlaub sollte auch noch gedacht werden. Es kommt zu einer Erhöhung des Umsatzsteuersatzes betreffend die Nächtigungskosten. Hier sind nunmehr 13% statt 10% fällig. Ausgenommen davon ist noch die Wintersaison des Jahres 2015-16. Von daher mein Tipp, genießen Sie noch eine günstige Pauschalreise, idealerweise in der schönen Steiermark.